Hallo zum vierten Video der Gold Cap Challenge 2017-2018. Ein Monat ist jetzt um, also 4 Wochen, seit wir die Challenge gestartet haben. Und der Höchststand, was ich gesehen habe, ist schon über 1,3 Millionen Gold. Also manche Leute hauen da schon ordentlich rein. Was ihr da gerade seht, ist ein neuer Charakter von mir, und zwar ein Todesritter, den ich jetzt neben dem Dämonenjäger so langsam hochlevel. Ich habe den ja schon damals erstellt für die Levelphase. Ich einen Todesritter erstellt von 55 bis 70 gelevelt und dann mit nur 98 den Dämonenjäger angefangen. Warum bin ich jetzt auf dem Dekar nicht mehr auf dem Dämonenjäger? Und zwar habe ich eine Challenge in der Challenge gestartet. Und das schaut folgendermaßen aus. Ich war kurz offen. Die Challenge in der Challenge, 100 Stunden Kirschnern. Mein Ziel ist es, mit dem Dämonenjäger 100 Stunden lang zu Kirschnern auf den verheerten Inseln. Großteils wahrscheinlich wird es nur Azuna sein bei den Raptoren. Ziel ist zu schauen, wie viel kann man in 100 Stunden Kirschnern an Gold rausholen. Wie viel Steinballgläder, wie viel Sturmschuppen, wie viel Blut und wie viel Gold bleibt am Ende wirklich, wenn man 100 Stunden farmt, wie viel BOE-Items, also Level 101er Truppen. Das ist so das Ziel dann von der Challenge. Jetzt zu dem. Aus dem Grund haben jetzt alle Transmog-Items, und was ich so verkaufe, läuft alles über den neuen Charakter da. Und da können wir auch gleich schon mal den Briefkasten aufmachen. Da sind ein paar Sachen drin noch was ich vom Dämonenjäger rüber gesendet habe. Ich schaue gerade da zum Beispiel das Gold, was der noch drauf hatte. Und jetzt schauen wir mal, was sich sonst so verkauft hat eigentlich. Kannst du mal freigeben? Moment. Dunkler machen das Ganze, dass man es besser sieht. Und zwar Geisterharmonie hat sich gelohnt. Warum? Wir waren am Samstag im Stream bei mir auf der Insel des Donners am Farmen. Wenn jemand wissen will, wo ist die Insel des Donners, einfach unter Transmog Open World Insel des Donners bei mir auf der Seite drauf gehen, seht ihr den Farmspot, wo man diese Items farmen kann. Sollte nicht ein einziges interessantes Item droppen, zumindest hat man Geisterharmonie. Bei mir waren das 20 Stück, 200 Gold, hat man zumindest schon mal 4000 Gold garantiert. Ganz so interessante waren auch der neu bespannte Voodoo-Bogen. Den habe ich auch verkauft für 2800 Gold. Ich schätze mal, dass bei den meisten von euch ist der Bogen nicht unter 10.000 Gold. Lohnt sich auf jeden Fall mehr. Dann noch den Rest auf. Mal schauen, ob wir die Million knacken. Mit dem Charakter nicht, aber wir haben ja noch den Dämonenjäger. Er hat auch ein paar Sachen noch zum Anschauen. Und sonst so Kleinzeug, wie man sieht da. Harmoniepartikel, Sternlichtrosen, Flammenschulterstücke, das ist glaube ich auch von der Insel. Auf Outland ist halt einfach so, Transmog ist nichts wert. Man darf diesen Server nicht als Maßstab für die Items nehmen. Wenn ihr auf einem mittleren Server wie oder auf einem kleineren Rat von Dalaran, Egwene vielleicht sogar, geht auch noch, ist auch groß schon, aber trotzdem Verhältnis noch recht klein zu den englischen großen. Da kriegt man das 4- bis 5-fache für die Items von der Insel. Hab da auch die Sets, das brüchigen Set, verwitterten Set. Es sind das, ist, also es wirklich, es ist, wenn jemand bis jetzt immer nur Klassik gefarmt hat, die Insel des Donners ist durchaus interessant für Transmog. So, haben wir jetzt für den Goldstand am Ende jetzt eingesammelt gerade 256.000 Gold mit dem Charakter. Jetzt logge ich noch um auf den anderen Dämonenjäger. Ich werde nicht das ganze Leder sammeln, was ich da gerade farm, sondern zumindest schon mal einen Großteil, so gut es geht, verkaufen. Warum? Laut der Rechnung bis jetzt, in 100 Stunden kommen ca. 300.000 Steinballgläder raus. Und das dann verkaufen, das dauert. Drum, Challenge wird sicher ein paar Wochen dauern. Drum verkaufe ich auch das Leder schon nebenbei. Sicher der bessere Weg, als wie alles zu horten, horten, horten. So, da stehen wir gerade in Azuna. Jetzt schaue ich gerade, ob ich irgendwo einen Briefkasten vielleicht in der Nähe habe. Nein. Da bin ich eh schon wieder mittendrin im Farmen, wie ihr seht.
Halbe Stunde war das. Da sind die Mägen dabei. Aber dazu mehr Infos dann im Video für die eigene Challenge. Gehen wir mal kurz in die Stadt und schauen, ob der auch schon was verkauft hat. In Sachen Leder. Und ob wir vielleicht dann schon die 1 Million Gold knacken. Nicht wundern, das Transmog hat sich wieder leicht geändert, weil ich momentan wieder ein paar neue Items bekommen habe, durch einen neuen Raid und so weiter. So, da haben wir auch was drin, auch Wildvogel-Ei. Seht, jede Menge Steinbaldleder, leider nur zu 4 Gold das Stück, was sehr wenig ist. Aber warum wird so viel Steinbaldleder gekauft? Weil es die Leute mit denen Armschienen herstellen und die Lederarmschienen. Und die Armschienen werden dann entzaubert zu Lelichtsplitter. Und bei dem Entzaubern entstehen eben Chaoskristalle, Blut von Sargeras und Lelichtsplitter. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sich am Tag 10, 20, 30.000 Leder verkaufen ohne Probleme auf so einem großen Server. Weil die Leute halt einfach Splitter herstellen. Warten wir noch, da sind noch ein paar Sachen drin. Die Chancen stehen nicht schlecht, wir sind jetzt bei 991.000 Gold. Das ist was wird mit der 1 Million nach dem einen Monat. Ich meine, 1 Million in einem Monat ist jetzt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so toll. Aber man muss denken, der Anfang, es dauert ja mal, bis man mal den Charakter in Schwung gebracht hat, bis der mal wirklich mal ans Gold verdienen kommt. Wir gehen schon mal ein paar Tage drauf, bis man jetzt mal die Rezepte überall hat. Da geht schon einiges an Zeit verloren. So, jetzt warten wir noch die neuen Auktionen ab, die da im Briefkasten rauskommen und gehen vielleicht in der Zwischenzeit noch durch, wie es den anderen Spielern in der Challenge geht gerade. Da haben wir zum Beispiel was, eine Nachbildung der Kappe der Tierherrschaft. Wie im letzten Video dazu gesagt, Dunkelmond-Jahrmarkt ist genau sowas, ein Replika-Item, 43.000 Gold. Nexus-Hescher hat Risiko für 60.000 verkauft, ist sehr, sehr billig, 60.000, aber weg ist weg. Dann der Spieler Experiamus hat dann Ausschnitt gezeigt, bei ihm geht Transmog nur weg, wenn er es für einen Sniper anbietet. Was meine ich mit Sniper? Er stellt es für unter 10% vom Marktwert ins Auktionshaus rein und dann kaufen einfach die Leute alles auf, die flippen alles. Ihm bleiben dann halt pro, wahrscheinlich bei die blutgeschmiedeten Stulpen werden wahrscheinlich 2000 Gold wert, 2,5. Er hat sie für 200 reingestellt, hat sie natürlich gleich jemand rausgekauft. Auch eine Art Variante, wie man seinen Transmog los wird. Dann von mir, eben beim Kirschnern gefunden, einen Ring um einen 845er Level 101er Ring für 30.000 verkauft. Auch in Ordnung. Dann haben wir da, glaube ich, von Beldon, der ist auch in der Challenge schon über die 1 Million. Hat uns mal gezeigt, wie viel Urobliterum er laufend verkauft. Der meint auch im Discord, er kommt kaum nach mit der Produktion, so geht es weg bei ihm. Dann haben wir wieder von Riskon Bild die Täuschungskugel für 40.000. Dann was haben wir da Hübsches? Das ist, glaube ich, alles täuscht, auch Beldon. Der einmal da ein Level 101 Item für 118.000 Gold verkauft hat, dann da unten was, noch ein Level 101 Item für 237.000 Gold. Also der macht schon ordentlich viel Schotter mit BOE Items. Dann haben wir da wieder, glaube ich, Expelliarmus, der hat den am Samstag in unserer Challenge gefunden, in BDK, also Prüfung des Kreuzfahrers. Ein Haustier für 27.000 Gold aus dem Raid gedroppt. Qualität ist leider schlecht, aber da haben wir was von unserer, ich nenne sie mal Eli, weil der Name ist anders schwer auszusprechen. Die hat zweimal ein Bild reingestellt von Sternlichtrosen. Wenn man sich da die Preise anschaut, 90 Gold für eine Sternlichtrose, da geht man doch gern mal Sternlichtrosen farmen, wenn der Preis bei 90 Gold liegt, und man sieht, sie hat da ordentlich schon verkauft, also sie 18.000, ich glaube, da geht man gern farmen. Was haben wir da noch?
Dass ich nichts Falsches sage, ich schaue kurz im Discord nach, wie das Spiel heißt. Und zwar Hachi Wao war das. Der ist auch jetzt, bei ihm läuft es auch langsam. 60.000 Gold im Briefkasten, Juwelsteine und Fuchsblumen verkauft. An sich generell die Gold Cap Challenge. Risiko 1,2 Millionen, Beldon 1,1. Ich schätze mal, die sind beide schon weiter. Wahrscheinlich 1,3, 1,4. Aber man sieht, es auch bei den anderen wächst und wächst und wächst. Ich bitte alle nochmal, die bei der Challenge mitmachen, das Ganze aktuell zu halten, dass wir wirklich einen Überblick haben, wer wie viel Gold hat. Es ist komplett egal, wenn jemand 10.000 nach einem Monat hat. Der Wille zählt, die Motivation zählt hinter der Challenge. Nicht, wer ist der Erste im Ziel, sondern miteinander so viel wie möglich zu erreichen. So, jetzt waren noch mal, haben wir nochmal ein paar Sachen aus dem Briefkasten geholt und kommen auf 66.700 Gold und haben die 1 Million geknackt. 1.033.000 ist jetzt auch bei mir drauf. Jo, das zu dem. Wie gesagt, die Challenge 100 Stunden wird jetzt aber nicht wirklich rein nur noch um das Kirschen gehen. Drum habe ich ja den DK jetzt angefangen. Der ist jetzt Level 78. Es ist ziemlich mühsam gerade, wenn muss ich dazu sagen. Es kennt jeder das Levelloch, man ist Level 78 oder sowas oder 60, 65. Und das Ziel, bis man mal Bandaria oder WoD ist, ab WoD geht es eh von allein. Da schießt man wieder davon. Aber bis dahin, da dauert es meistens. Nützt nichts. Der Charakter muss auch 110 werden. Warum? Oder zumindest 100. Worum spreche ich es nochmal an? Am Samstag. Also morgen von dem Video startet das Winterhauchfest. Dazu auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal ist noch ein Video dazu, was man mit dem Winterhauchfest machen kann. Sprich die Dailies und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall schauen, dass man mit seinem Challenge-Charakter, die jeden Tag die Daily macht für das Winterhauchfest, die Garnison auf Rang 3 bringt. Denn potenziell kann jeden Tag ein Mount im Wert von 200.000 Gold, ein Elixier im Wert von 50 oder ein Medaillon der Legion für 3.000-4.000 Gold droppen. Das kann uns über die nächsten 2 Wochen einen ordentlichen Goldschub geben. Von dem her wünsche ich allen viel Spaß, schönes Wochenende und freue mich, wenn der ein oder andere vielleicht sogar im Twitch-Stream vorbeischaut. Bis zum nächsten Video.